mit einem neuen kleinen Deko-Teilchen, was ihr nachzaubern könnt, wenn ihr möchtet. Wir haben einen Designrahmen verwendet, um eine kleine Winterlandschaft aus Holz zu gestalten. Dieses Mal, wir hatten euch ja schon verschiedene Varianten gezeigt, dieses Mal die Holzvariante. Und wenn ihr sehen möchtet, wie einfach das zu machen geht, bleibt dran, viel Spaß. In einem unserer letzten Videos hatten wir euch solche Designrahmen als Dreiecke vorgestellt, die wir dann zu einem Weihnachtsbaum zusammengesetzt haben. Und da hatten wir euch erzählt, wir haben ja noch dieses Häuser-Set. Da möchten wir heute was mit gestalten. Da warten ja schon einige ganz dringend drauf, was wir damit jetzt wieder gestalten. Und ich bleibe jetzt erstmal in dem, wie soll man das sagen, in der Variante, was wir letztens schon mal so gezeigt hatten, als, ja, als Deko-Objekt mit einer Landschaft drin oder sowas. Wir haben ja dann jetzt hier auch wieder so ein Dreier-Set. Ich nehme aber bloß das größte von den dreien und mache da wieder so eine Landschaft rein. Aber dieses Mal bleiben wir ganz in Holzoptik. Und ja, jetzt machen wir erstmal wieder die Sternfolie dahinter, damit wir wieder schön Sternhimmel haben. Ich habe hier noch so einen kleinen Rest, das reicht gerade noch so für das Haus wie abgelassen. Hast du ein Glück. Ja. Wir befestigen unsere Sternfolie jetzt hier hinten einfach wieder mit Reißzwecken. Das hat ja auch bei dem letzten Projekt schon super geklappt. Warum soll man das dann umändern? Wenn beim ersten Mal klappt, klappt das auch beim zweiten Mal super. Ja, man kann es auch nachher mal für was anderes wieder nehmen. Eventuell, ja. Wenn du das übergeguckt hast und wenn der Winter vorbei ist und ach, wer weiß alles. Ja. Die Reste von denen, also was so übersteht, schneiden wir wieder ab mit so einem Cuttermesser hier oder so einem Skalpell. Die sind ja eigentlich schön scharf und damit kann man super alles abschneiden. Was zu viel ist, kann weg. Ich habe mir dann jetzt meine Lichterkette hier hinten auch dran befestigt. Das Kabel fand ich ein bisschen zu lang und habe mir gedacht, klebst du einfach Klebestreifen, also wickelst du ein bisschen zusammen, machst Klebestreifen dran. Hier habe ich das auch mit Klebestreifen festgeklebt. So kann man es jederzeit wieder abmachen, Batterie nachfüllen. So, und jetzt muss meine Lichterkette hier irgendwie befestigt werden. Das mache ich am besten auch mit Klebestreifen dann fest, damit sich das nicht wieder aufrödelt. Denn ihr hattet mir ja Tipps gegeben, dass man schön weit wegbleiben soll von der Folie. Am besten mit Leisten oder ja, kleinen Leisten habt ihr mir Tipps gegeben. Ja, kleine Leisten muss man erstmal haben. Dann hatte ich hier solche von meinen Holzbausätzen. Das muss man aber auch befestigt kriegen irgendwie. Im Endeffekt sind wir drauf gekommen, nehmen wir einfach Nägel. Machen uns die hier hinten rein. Jetzt lacht nicht über meine rostigen Nägel. Das sieht kein Mensch. Wenn du jetzt das nicht verraten hättest, hätte das kein Mensch gesehen. Ja, das sagst du. Das können ja auch angestrichene Nägel sein. Ja, Rost-Look. Ja, ganz genau. Mann, ich habe aber jetzt auf die Schnelle nicht alles gefunden. Ja, man hat ja alles. Bloß nicht so, wie es sein sollte. Die Frau ist nicht zufriedenzustellen. Nee, irgendwie nicht. Das interessiert ja, das steht hinten nachher von hinten zu sehen, die drei Nägelchen da. Gucken wir mal. Na. Oh, wenn das nicht hinhaut. Aber alles auf einer Seite. Wenn das nicht hinhaut. Hier muss ich noch ein paar hinkriegen. So ist dann jetzt mein Licht richtig verteilt, denke ich mal. Und jetzt brauchen wir Deko. Dieses Mal wollten wir ja alles in Holzoptik machen. Und ich hatte noch vom letzten Jahr aus meinen Beständen. Bastelsachen, Beständen, solche Holzbausätze. Da habe ich noch die Kirche über. Da hatte ich ja die kleinen Häuschen in meinem Weihnachtskalender, in meinem Buch verwendet. Also die Kirche, da sind dann noch ein paar Bäumchen übergeblieben. Das ist jetzt aber eigentlich zu wenig, jetzt da nur so die Bäumchen hinzumachen. Jetzt habe ich dann noch so ein Bastelset eigentlich für den Sommer oder Frühling. Aber da sind Häuser drin und die kann man ganzjährig verwenden. Da braucht man jetzt nicht Frühling, Sommer, Herbst und Winter aufpassen. Die Häuschen setze ich mir schnell zusammen. Und dann jetzt weiter. Und dann jetzt weiter. Die einzelnen Teile werden jetzt hier bloß rausgebrochen. Das ist alles schon vorher gelasert. Weil jetzt fast gesagt, die stanzt. Aber das hier lasert. Dann kann man das da rausbrechen und kann sich seine Sachen zusammenbauen. Jedes Häuschen wird dann einfach bloß so reingesteckt in den Standfuß. Und dann kann man sich das Häuschen schon mal positionieren, wo das hin soll. Dann kann man sich, ich habe hier noch Zaun mit bei.
Hier ist noch ein bisschen Zaun. Ja. Kann man sich noch einen Zaun hinsetzen. Ja. Den muss ich wo ankleben. Ich habe hier auch noch Bäume. Aber für eine Winterlandschaft? Ja, ich bin mir auch nicht, ob man noch so einen normalen Baum da einfach hinsetzen kann. Theoretisch ist ein Baum ein Baum. Ich habe dann jetzt hier meine Deko so aufgebaut, wie ich mir denke, so könnte das eigentlich bleiben. Jetzt haben wir hin und her überlegt, machen wir da noch Schnee mit drauf oder nicht. Eigentlich wollten wir das ganze Teil ja in Holzoptik lassen. Ja, ich wollte das. Und ja, vor allem hier, das Schild kommt hier auch noch mit dran. Ja. Passt denn super. Aber eigentlich sollte ja auch eine Winterlandschaft darstellen. Und jetzt haben wir überlegt, machen wir da Schnee drauf auf diese Holzhäuschen. Bleibt ja trotzdem Holzoptik mit Schnee. Ja, das ist dein Hobby. Also ich mache Schnee drauf machen. Ich hätte jetzt nur in Holzoptik gelassen, komplett. Weißt du? Hm. Holz ist Holz. Ja, das ist wie so ein, wie heißen die Dinger, so diese Weihnachtsschwibbögen. Schwibbögen. Genau, genau, so was ist das. Lass mal das nur in Holz. Ja. Aus meinem Winterset von diesen Holzbastelhäusern habe ich noch solche kleinen Schneesternchen über. Da habe ich mir gedacht, die klebe ich jetzt hier auch einfach noch mit dran. Dass das immer noch ein bisschen mehr nach Winter aussieht als nur so. Aber ich habe da auch noch ein paar kleine Vögelchen. Vögelchen gibt es im Winter auch. Ja, aber die passen nicht da hinten. Ja, da außen, ja, da kannst du sie anmachen. Aber drinnen wäre jetzt ein bisschen große Vögel. Ja, die sind ein aber Vogel von fast so groß wie ein Haus, ey. Ja, sind dann Vogelhäuser. So kann man es natürlich auch auslegen. So, dann machen wir links und rechts ein Vögelchen hin und dann ist es gut. Ja. Na. Gleich hoch oder nee? Eigentlich nicht. Nee. Nee. Beim Basteln macht man eigentlich nicht immer gleich. Nee. Ungerade Zahlen, Ungleichheiten, das so ist das Optische. Also ich finde, das ist eigentlich eine schöne Variante mit diesen Holzbausätzen. Die kosten 3 Euro oder so, so ein Satz. Die waren nicht teuer. Ich habe damals auch gleich zugeschlagen. Die gibt es aber bei VBS immer noch zu kaufen. Mein Häuschen oder mein Designrahmen mit Holzgestaltung ist eigentlich fertig. Haben wir uns gedacht. Aber ich habe das jetzt ein paar Stunden stehen lassen oder sogar 2 Tage und habe immer wieder hingeguckt und habe mir gedacht, nee, da fehlt noch was. Hab mich. Aber was fehlt denn da bloß? Hab mich mit Freunden kurz geschlossen. Bild ihr werdet Zeit nicht erraten, was da noch fehlt. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Einfach nur so. Ja, sieht schön aus. Ihr könnt es auch so machen, aber ohne Glitzer, nee. Und das ist hätte kein, keiner erraten, was ja, da jetzt noch fehlt. Und es ist kein Winterwunderland, wenn da kein Schnee drauf ist. Also es ist jetzt eine Landschaft oder ein Dorf oder was auch immer, aber es ist halt kein Winter. Wir machen jetzt eine Winterlandschaft draus. Sucht euch eine am besten Strukturpaste, die ihr nehmt, um Schnee hier in die Kiste reinzumachen oder in diesen Rahmen. Und da hatte ich auch jetzt mit vielen Freunden gesprochen, vielen Zuschauern, dass die meisten Schneepasten einfach zerlaufen, dass viele damit nicht glücklich sind mit allen möglichen Schneepasten, die jetzt ausprobiert worden sind. Wir sind alle irgendwann wieder auf Strukturpaste zurückgekommen, also probiert es euch mal aus. Ich bin der Meinung, die Strukturpasten sind bis jetzt die besten, weil man damit hier jetzt auch so eine Schneehäufchen machen kann, die dann auch so Schneehäufchen oder so bleiben. Die meisten Schneepasten sind dann einfach wieder zerlaufen und glatt geworden. Das hat mich immer ein bisschen geärgert. Aber mit der Strukturpaste bleibt es halt so. Das haben mir auch, wie gesagt, andere bestätigt. Also Strukturpaste. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt, wenn ihr Schneepaste habt. Nehmt Schneepaste, wenn ihr das toll findet. Aber ich mache es jetzt so. Und mache jetzt erstmal hier überall auf die Dächer, auf den Boden, erstmal überall Schnee drauf. Sieht das jetzt so viel besser aus? Also ich finde es ja. Jetzt ist es ein Winterwunderland. Also und wenn ihr mit Schnee arbeiten wollt, überlegt euch das bitte vorher. Weil hinterher ist man ganz schwer, da irgendwo so ranzukommen, hinter die Häuschen oder sowas. Das war ja so ja nicht geplant. Ja, es war nicht so geplant, aber ich finde es halt schöner. Siehste, Pinsel und man kommt da hinten noch rein. Ja, man muss sich dann ein bisschen Kopf machen, ein bisschen anstrengen. Dann geht manche Sachen auch, aber wie gesagt, wenn, denkt euch das vorher, überlegt euch vorher. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ja, dann mache ich erstmal mein Werkzeug sauber, mein schönes neues. Dann darf natürlich Glitter nicht fehlen, also der muss jetzt in den Schnee hier rein. Da habe ich so einen leicht irisierenden Glitter, den gibt es von 1000 verschiedenen Firmen. Sucht euch da einfach irgendwo Glitter aus, kriegt da von Viva Decor, kriegt da bei VBS gekauft, bei
Beker Ross habe ich ganz viel gefunden davon. Hier drin muss natürlich auch rein. Für so filigrane Sachen wie die Tannen hier, da könnt ihr so 3D-Schneepaste nehmen. Ich habe jetzt hier auch von Viva Decor so eine Schneepaste. Die kann man dann schön auf so kleine Teilchen drauf machen. Die hält auch wenigstens hier, so wie ich sie jetzt drauf mache. Und dann hat man auch auf diese filigranen Zweigchen und Ästchen ein bisschen was drauf gemacht. Was das alles ist. Ja, es gibt so viele Sachen, man muss es halt nur finden. Das war doch noch nicht genug Glitter, oder? Nee, wenn wir ja schon dabei sind und machen Schnee und Glitzer, dann richtig. Dann nehmen wir auch noch so eine schöne Glitterpaste und machen die auf diesen Schriftzug hier ein bisschen mit drauf, dass da auch noch schön Glitter, Eis, ja, Eis zu sehen ist. Kann ruhig überall glitzern. Ihr könnt natürlich auch Bastelkleber nehmen oder Servettenkleber, sage ich ja immer, und dann ein bisschen Glitter einstreuen. Das geht auch zu machen. Dann sollte man das aber erst machen, bevor man es anklebt. Ja. Sonst hast du das ganze Haus voll Glitter. Ja. Aber das macht ja nichts. Glitzer geht ja nie genug. Also zu viel Glitzer geht nicht. Kann ich ja nur dafür, wenn es nicht blendet, ja? Ja. Na, geht das mit dem Pinsel nicht besser? Ja, man muss sich das immer ausprobieren. Es muss ja nicht vollflächig eingestrichen sein. Ihr könnt es natürlich vollflächig machen, aber ihr könnt es auch mit dem Pinsel so leicht drüber machen. Die Paste kann man auch ein bisschen mit dem Pinsel streichen. Ich mache mir jetzt erstmal meine Paste da drauf. So ist mein Häuschen dann jetzt perfekt, finde ich jedenfalls. Also diese Landschaft ist ja kein Haus in dem Sinne. Ist eine schöne kleine Landschaft. Und jetzt ist es ein Winterwunderland mit Glitzer und Schnee. Wo ihr solche Holzteilchen bekommen könnt oder diese Rahmen, verlinke ich euch natürlich. Diesen Schriftzug hatte ich mal bei VBS gefunden. Der hat auch eine ganze Weile bei mir jetzt schon gelegen, bis ich mal irgendwo die Möglichkeit hatte, den ranzusetzen. Da passt er jetzt super. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und vor allem kreativ und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und ich laufe in diesem Haus nur noch mit Sonnenbrille. Weil es so blitzt. Ich lasse ihn nicht das letzte Wort.